Am 11. Oktober 1968 kamen die Olsenbande in die dänischen Kinos. Bis 1981 folgte fast jährlich ein weiterer Film, zusammen mit dem erst 1998 entstandenen Nachzügler Der allerletzte Streich der Olsenbande, wurden es insgesamt 14 Streifen. In der damaligen Bundesrepublik wurden die so erfinderischen wie erfolglosen Kleinkriminellen nie sehr populär, in der DDR hingegen flogen ihnen die Herzen zu. Der 50. Geburtstag der Olsenbande ist nun Anlass für zahlreiche Homages. Die größten Feierlichkeiten gibt es jedoch in Dänemark und Brandenburg. Den Auftakt macht eine Ausstellung in den Studios der Nordisk Film in Kopenhagen, in denen sämtliche Filme entstanden sind. Besucher können dort die Originalkulissen erkunden. Die Ausstellung ist von morgen bis zum 16. Dezember zu sehen. Am 28. Juni eröffnet im Filmmuseum Potsdam die Ausstellung Mächtig, gewaltig – Die Olsenbande im Museum. Bis Februar 2019 gibt es dort nicht nur zahlreiche Exponate aus den Filmen zu sehen, es wird auch der Frage nachgegangen, wie diese dänischen Filme ein Teil ostdeutscher Identität werden konnten. Im Boulevardtheater hatte es die Olsenbande auf die Bühne geschafft. Rund 40.000 Zuschauer sahen 80 Vorstellungen des Stückes Die Olsenbande dreht durch. Zum 50. kommt die Inszenierung vom 8. bis 17. Oktober erneut auf den Spielplan. Bis zum 12. Oktober ist eine Jubiläumsfestwoche mit Geburtstagsparty geplant. An Überraschungen dafür wird derzeit gefeilt. Gleiches gilt für MDR und RBB. Für beide Sender sind Olsenbandenfilme stets ein Erfolg. Zum Jubiläum plant man Sonderreihen und mögliche Dokus. Nur für Details sei es noch etwas früh. Eine MDR-Sprecherin aber versichert: Wir haben das natürlich auf dem Schirm.